Grüß dich, heute zeige ich dir, wie man auf der Karte Winterpark auf der Schwierigkeitsstufe leicht den Luftablassen-Modus schaffen kann. Das Hafenwissen habe ich bei mir deaktiviert und als Heldin nehme ich hier Gwendolyn mit. Okay, los geht's! Wir beginnen hier mit einem Affendorf und dieses Affendorf wird an die Stelle hin platziert und zwar zwischen diese beiden Wege hier, also perfekt in der Mitte und so nah wie möglich an diesen Weg hier heran. So, dann machst du hier die Stufe 2 Verbesserung auf der letzten Reihe beim Affendorf, dann gleich ein zweites Affendorf hinterher auf der gegenüberliegenden Seite und dieses Affendorf bekommt auch nur die Stufe 2 auf der letzten Reihe. So, jetzt müssen wir drei Affenfliegerasse platzieren und das erste kommt hier unter das erste Affendorf. Achte darauf, dass die Vergünstigung mal 2 hier auf jeden Fall aktiv ist, dann machst du als Verbesserung bei diesem Affenfliegerass 2, 0 und 1, 2, 3 auf der letzten Reihe. So, das zweite kommt oberhalb hin, also in etwa hier an diese Stelle. Achte wieder auf die Vergünstigung und das Affenfliegerass bekommt als Verbesserung wieder 2, 0 und 1, 2, 3 auf der letzten Reihe. Und dann noch ein letztes Affenfliegerass, das kommt hier hin. Und das bekommt die gleiche Verbesserung mit 2, 0 und 1, 2, 3 auf der letzten Reihe. So, das passt erstmal soweit. Jetzt verkaufen wir... wir verkaufen dieses Affendorf noch nicht. Platziere erstmal einen Alchemisten hier an diese Stelle, also so nah wie möglich an das zweite Affendorf und an den Weg heran. So, dieser Alchemist muss auf jeden Fall alle drei Affenfliegerasse hier abdecken. So, jetzt verkaufen wir das erste Affendorf. So, und dann platzieren wir wieder ein Affendorf hin an die gleiche Stelle. Das passt auf jeden Fall noch hin. Nur musst du da dir ein bisschen Mühe geben beim Platzieren, weil du nicht viel Spiel hast. Na komm schon, so. Also Affendorf steht und das bekommt als Verbesserung 2, 2 und 0. Okay. Jetzt gehst du zu deinem Alchemisten und machst bei ihm hier oben die Stufe 3, 0 und 2. Nee, Stufe, genau, 3, 0 und 1 erstmal auf der letzten Reihe. Dann verkaufen wir dieses Affendorf. Und jetzt kannst du die Stufe 2 auf der letzten Reihe vornehmen. Und jetzt bleibt nur noch Gwendolyn übrig. Gwendolyn wird hier perfekt in die Mitte platziert. Und zwar so, dass es hier alle Affen mit dem Einsatzradius abdecken kann. Ja, das ist auch schon alles. Jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Unser Alchemist wird jetzt die ganze Zeit die Affenfliegerasse und Gwendolyn mit den Tränken bewerfen. Dadurch können sie auch zum Beispiel Bleibluns platzen lassen. Also die Affenfliegerasse meine ich. Gwendolyn kann das ja so oder so mit dem Feuer, das sie schießt. So. Und jetzt kannst du eigentlich nichts weiter tun, außer nur zusehen, wie wir eine Blumenrunde nach der anderen platt machen. Und ich lasse das Spiel deswegen im Hintergrund schnell ablaufen. Und da sind wir auch schon in Runde 60. Hier kommt der BFB, aber glaub mir, der wird nicht lange am Leben bleiben. Und sogleich platzt er hier auf und das ist auch schon der Sieg. Also mit dieser Konstellation ist es wirklich sehr einfach, den Luftablassen-Modus zu schaffen. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Thank you.